Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es darum, wie du durch einfachste kleine Maßnahmen bei deiner Ernährung deine Regelbeschwerden lindern kannst. Wissenschaftlich erwiesen und mit Sinn. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Es gibt die primäre und sekundäre Dysmenorrhoe, es gibt die Endometriose, es gibt aber auch normale Regelbeschwerden. Und wie ich in einem Video auch schon erklärt habe, ist der Hintergrund, warum es überhaupt wehtut, ziemlich klar in der Wissenschaft. Wir wissen, warum es wehtut. Und dadurch, dass wir das wissen, können wir natürlich auch was dagegen tun. Nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit einfachsten Mitteln, nämlich mit der Ernährung. Und unabhängig von dem großen Überpunkt, den ich euch jetzt näher bringen möchte, gibt es natürlich noch andere Ernährungsformen, auch mit und ohne Nahrungsergänzungsmittel, mit und ohne sportliche Aktivität, mit und ohne pflanzliche Mittel. Das kann ich aber heute nicht besprechen, das bespreche ich ja in meinen Seminaren ganz ausführlich und im Detail. Heute sprechen wir über die Prostaglandine. Wer in dem Video, was ich euch da gerade verlinkt habe, aufgepasst hat, weiß ja, dass diese Prostaglandine, vor allem der Überschuss an diesen Prostaglandinen, großen Einfluss hat auf das Schmerzempfinden. Und da muss man sich jetzt erstmal überlegen, was sind diese Prostaglandine eigentlich? Prostaglandine sind hormonartige Substanzen, sogenannte Mediatoren, die im ganzen Körper durch verschiedene Gewebe freigesetzt werden können und wahnsinnig viele Aufgaben im Körper haben. Auch sehr wichtige Aufgabe. Auch diese Prostaglandine, die wir heute besprechen, haben eine wichtige Aufgabe, nämlich sie triggern einen Entzündungsprozess, sie heben das Schmerzempfinden und führen auch zur Temperaturerhöhung, was wir als Fieber kennen. Natürlich ist dieser Prozess unglaublich wichtig für uns und unseren Körper, aber vor allen Dingen Frauen möchten natürlich den Überschuss an diesem Prostaglandin gerade zur Periode hin nicht haben, weil dieser Überschuss an Schmerzempfinden und der Überschuss an Entzündungsreaktion und auch sogar Körperkerntemperaturerhöhung führt natürlich zu einem starken Schmerzempfinden. Es gibt wahnsinnig viele Prostaglandine mit unterschiedlichsten Namen. Das, was uns heute interessiert, ist vor allem das Prostaglandin E2 und 2F-Alpha. Nur, dass ich es mal gehört habe, das geht natürlich über das Laienwissen hinaus. Prostaglandine, nur dass ihr es gehört habt, sind selbst eine Untergruppe der Eicosanoiden. Das ist wieder eine Substanzgruppe, wo sich viele Stoffe abspalten können. Und jetzt müssen wir etwas ganz Wichtiges verstehen und lernen, nämlich wie kommen Prostaglandine überhaupt zustande? Aus welchen Stoffen wird ein Prostaglandin gemacht? Und das weiß man sehr genau, das ist nämlich die Arachidonsäure. Und die Arachidonsäure ist nichts anderes als eine Omega-6-Fettsäure. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel über Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gehört und wissen, irgendwie sind die Omega-6-Fettsäuren die, die wir nicht so gerne zu uns nehmen sollten. Unabhängig davon, sie sind auch wahnsinnig wichtig für unseren Körper. Aber das Verhältnis zu Omega-3, das muss halt passen. Und wie ihr schon raushört, sollte Omega-3 ein bisschen höher geschraubt werden als das Omega-6. Und das hat folgenden Hintergrund. Denn die Arachidonsäure wird durch ein Enzym, die Cyclooxygenase, in Prostaglandine zum Beispiel katalysiert. Und wenn wir dem Körper viel Omega-3-Fettsäuren vorlegen, blockieren diese dieses Enzym. Und daraus wird eben nicht die Prostaglandine. Also wir blockieren quasi das Enzym, was dafür zuständig ist, die Prostaglandine, die ja das Schmerzempfinden anheben und den Entzündungsprozess triggern. Ist ja irgendwie logisch, dass dann weniger Prostaglandine auch bei der Periode zum Beispiel freigesetzt werden können durch das Gewebe. Und genau das ist eben auch der Hintergrund. Unabhängig davon, da sind zwei Fliegen mit einer Klappe, ist Omega-3 selbst auch entzündungshemmend. Eine wahnsinnig wichtige Fettsäure für unseren Körper. Und wenn man offizielle Empfehlungen anschaut, was sollte ich zu mir nehmen, steht da ganz oft 250, 300 Milligramm pro Tag. Wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren, vielleicht 5-6 Jahren davon ausgehen, dass das viel zu niedrig noch dosiert ist, sondern dass wir tatsächlich über 2000 Milligramm Omega-3 am Tag sprechen müssen, um den Benefit wirklich mitzunehmen. Wir haben viele Fische, die zum Beispiel ganz viel Omega-3 enthalten.
weil viele Fische sich von anderen Mikroben zum Beispiel ernähren, die sehr viele Algen wiederum zu sich genommen haben. Also die Grundsubstanz Alge enthält natürlich auch wahnsinnig viel Omega-3-Fettsäure. Man kann also auch vegan Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Auf der anderen Seite steckt sehr viel Omega-6-Fettsäure in tierischen Produkten, vor allen Dingen auch Fleisch. Und deswegen spiegelt sich jetzt schon ab, dass man, und das ist ja das, was ich in den Seminaren oft auch erzähle, den Konsum tierischer Produkte ein bisschen senken. Man muss ja gar nicht vegan werden, man kann es ja wirklich reduzieren und dafür den pflanzlichen Anteil ein bisschen hochschrauben, damit eben dieses Verhältnis hergestellt wird, was wir brauchen, um eben durch diese Prostaglandinzeit zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade auch bei der Endometriose zum Beispiel dieser Entzündungsprozess der Lokale ein ganz enormer ist. Er ist auch, wie ich schon anfangs sagte, auch physiologisch, also normal und körpergewollt, aber er soll halt nicht überschießen. Deswegen ist natürlich auch der Verzehr von alles, was eine antioxidantische Wirkung hat, um diese freien Radikale, die beim Entzündungsprozess ja entstehen, abzufangen, ein ganz sinnvoller. Also alles, was mit frischen Vitaminen und frischen Gemüse zu tun hat, enthält natürlich wahnsinnig viel Antioxidantien. Nun gibt es auch noch viele Lebensmittel, die der Prostaglandinsynthese entgegenwirken, zum Beispiel Tomaten. Das wissen die wenigsten, aber studienbasiert, auch wenn es eine ältere Studie ist, hat man gesehen, dass Tomaten einen unglaublichen Effekt haben können auf die Prostaglandinsynthese, genauso wie Granatapfelkerne. Schmeckt nicht nur lecker, ob im Smoothie oder was weiß ich, einfach über dem Salat. Nein, sie hemmen eben auch die Prostaglandinsynthese. Zwiebel, Knoblauch, frische Kräuter sind alles Lebensmittel, die man empfehlen kann, gerade wenn man große Probleme um und in der Periode hat mit Schmerzen. Also, es fällt mir wahnsinnig schwer, mich nur auf diese Prostaglandine zu beziehen, denn dieses Thema Ernährung und auch Nahrungsergänzung und auch Schmerzen minimieren durch eine angepasste Ernährung ist natürlich riesig groß und so mächtig. Also man kann damit sehr viel erreichen, dass ihr da wirklich euch informieren sollte. Muss ja nicht in meinen Seminaren sein, kauft euch ein Buch. Das geht natürlich auch. Also ich glaube, der Grundsatz ist klar geworden. Wir möchten nicht den Prostaglandin-Überschuss haben, sondern eben das gesunde Maß. Und das gesunde Maß erreichen wir zum Beispiel auch nicht unbedingt, indem wir durch stinknormale Ibuprofen diese Zyklooxygenase komplett hemmen und überhaupt keine Prostaglandine und andere Eicosanoide herstellen. Denn wie gesagt, sie haben ja einen Zweck in unserem Körper, sonst wären sie nicht da. Das heißt jetzt auch nicht, dass man das nicht nehmen soll, wenn man starke Schmerzen während der Periode hat. Natürlich darf man das nehmen, aber es geht, glaube ich, auch eine Step vorher, dass man mit dem Schritt vorher, mit der Ernährungsumstellung schon an einen Punkt gelangt, wo man vielleicht gar keine Schmerzmittel mehr braucht. Sollte euch diese ganze Thematik brennend interessieren, schreibt es mir bitte in die Kommentare, dass ich weiß, hier ist der Bedarf. Ich soll nochmal über Nahrungsergänzungsmittel, Zusätze vielleicht auch sprechen, was man machen kann, um eben solche Schmerzen zu lindern oder auch pflanzliche, ganzheitliche Ansätze, wie man sagen kann, okay, mit der Wurzel, mit dem Extrakt kann ich ja auch noch viel Entzündungshemmung schaffen. Wer also die Seminare nicht besucht, darf sich gerne jetzt hier die Themen wünschen und dann werde ich die hoffentlich bald angehen dürfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine schmerzfreie Periode. Bis bald. Tschüss.